Die Meisterschaft eines Yogi, vom Kleinsten bis zum Größten. Kommentar zum Vers 40 des ersten Kapitel Yoga Sutra. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag zum 40. Vers des Yoga Sutra. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de. Patanjali spricht in diesem Vers über die Meisterschaft eines Yogi, einer Yogini und sagt, es geht vom Kleinsten bis zum Größten. Der Vers lautet, Paramanu Paramama Hatvantosya Vashikaraha. Was bedeutet? Vashikara, die Meisterung, die Meisterschaft, Asya, eines Yogi, erstreckt sich Anta vom Paramanu, vom kleinsten Atom, bis Paramahatva, also bis zur höchgrößten Höhe, bis zur Unendlichkeit. Was heißen soll? Zum einen könntest du sagen, du kannst Gott im Kleinen sehen und du kannst Gott im Großen sehen. Wenn du dir ein Staubkorn anschaust und es genauer anschaust, da ist das Göttliche. Wenn du in die Weite gehst, da ist das Göttliche. Wenn du dich mal mit beschäftigst, wie zum Beispiel ein Klumpen Erde, was da alles drin ist, so viele Bakterien, so viele Pilze, so viele Kleinstlebewesen, unglaublich, ein Wunder. Dreck ist ein großes Wunder, ein Misthaufen, ein großes Wunder. Das scheinbar wenigsten bedeutende, großes Wunder. Hier kannst du das Göttliche sehen. Ein einzelnes Haar ist etwas Großartiges, wenn man es genauer analysiert. Im Kleinsten kannst du das Göttliche sehen. Aber du kannst auch das Göttliche sehen, wenn du dich ausdehnst. Wenn du auf einem Berg stehst und weit ins Tal schaust, hier ist das Göttliche erfahrbar. Wenn du vor dem Meer stehst, Göttliche erfahrbar. Wenn du einen großartigen Baum siehst, hier ist das Göttliche erfahrbar. Im Kleinsten und im Größten kannst du das Göttliche sehen. Auch ein großer Meister meistert das Kleine wie auch das Große. Ich kannte einen Meister namens Swami Chidananda. Ich könnte sagen, er war vielleicht Meister dieses Verses. Er war sehr sorgfältig im Kleinen. Wenn er gegangen ist, das war kein Gehen, das war wie ein Schreiten. Da war wie so ein subtiles Licht, das fast über den Erdboden geschwebt ist. Ich bin sicher, er hat nie ein Insekt mit seinen Füßen getötet. Er war bewusst, er war leicht, er war ruhig. Und wenn dort jemand zu ihm gegangen ist und eine Frage gestellt hat, egal wer es war, in dem Moment wusste man, man war für ihn der Allerwichtigste. Und es konnten irgendwelche Alltagssachen sein. Für ihn war das nicht zu klein und zu unbedeutend. Er hat freundlich genickt, er hat sich's angehört und konnte einem mit einem kleinen Blick einen großen Trost geben. Er hat ihm nie gesagt, warum behelligst du mich damit? Die kleinste Schwierigkeit, die Aspiranten ihm gegeben, genannt haben, hat sein Mitgefühl bekommen. Aber er hat sich auch um das Große gekümmert. Er war zum Beispiel auch engagiert für die Ökologie in dem ganzen Bereich des Himalaya. Hat auch Politiker aufgefordert, dort jetzt nicht diese wunderschöne Gegend, wo immer noch relativ viel Natur ist, diese zu zersiedeln. Sich auch auf das Große konzentriert, hat sich auch bemüht um die große Politik. Er hat auch mitgewirkt an einer ganzen Initiative von vielen spirituellen Lehrern gegen Korruption in der Politik. Meisterschaft im ganz Kleinen, Meisterschaft im ganz Großen. Der Mensch, der vor ihm war, war wichtig, aber konnte sich auch um die Anliegen der gesamten Divine Life Society mit ihren Hunderten von Zentren auf der ganzen Welt kümmern. Kleines und Großes. Nichts zu unwichtig, ohne dabei das Große zu verlieren. Man kann den Vers natürlich noch auf viele andere
Dinge beziehen. Auch für einen persönlichen Aspiranten könnte man sagen, kümmere dich um das Kleine und das Große. Und ich möchte im Kontext so eine kleine Anekdote erzählen, die mir geschehen ist, als ich das erste Mal in einem Ashram war, dort als Karma-Yogi. Das muss das Jahr 1981 oder 82 gewesen sein, vermutlich 81. Es war zwischen den Jahren in Kanada, in dem Shivananda-Ashram, Valmorin, Quebec, Kanada, wo der Same Vishnu immer war zwischen den Jahren. Und ich war gerade hat irgendwo gehört, eine Aufgabe gekriegt, die ganz wichtig war und ich sollte die unbedingt erledigen und sollte die Sachen dann bringen. Und es war irgendwie ganz wichtig und es war auch dringend und ich sollte sofort machen. Und ich weiß auch gar nicht mehr genau, was es war. Ich wusste nur, um die zu erledigen, musste ich auch in die Küche und ein paar Sachen aus der Ashram-Großküche dort holen. Und auf dem Weg dorthin hat mir einer gefragt, oder in der Küche selbst hat mich jemand gebeten, du könntest mir gerade mal helfen mit dem Topf. Es war ein großer Topf. Ich habe gesagt, nee, frag jemand anders, ich muss mich jetzt darum kümmern. Dann hat jemand gesagt, könntest du gerade mal probieren, ob das gut gewürzt ist. Ich habe irgendwo eine Erkältung und schmecke nichts. Ich sage, nee, frag jemand anders. Dreimal wurde ich so um was gefragt, jedes Mal habe ich gesagt, nee. Und als ich das dritte Mal Nein gesagt hatte, dort hörte ich plötzlich aus einem anderen Teil der Küche so eine ältere Frau, ältere Swami, die hat gesagt, Sukadev, du hast gerade drei Möglichkeiten zum uneigennützigen Dienst verpasst. So ganz sanft. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass diese Frau dort war. Sie hat für irgendwelche Special Guests was gekocht, irgendwo in einer Nebenküche, Nebenteil der Küche. Dann schaute ich an, aber mir wurde auch gesagt, ich muss mich beeilen und das schnell bringen und das erledigen. Und dann lächelte sie und sagte, vermutlich wirst du feststellen, dass du diese Zeit gehabt hast. Bisschen Gedanken verloren, aber doch zügig bin ich dann runtergegangen und habe die Sachen dann erledigt, zu erledigen war. Und dann der, für den ich das alles erledigt hatte, kam 5 Minuten später. Und zwar genau die Zeit, oder sogar noch mehr, als ich es gebraucht hätte, 3 Menschen einen kleinen Gefallen zu tun. An diese Geschichte muss ich manchmal denken. Nicht immer beachte ich die Lektionen aus der Geschichte, aber manchmal doch, dass letztlich Gott gibt einem eine große Aufgabe, die darf man auch nicht verpassen. Man muss auch die große Aufgabe machen. Aber auf dem Weg zur großen Aufgabe gibt er einem auch kleine Aufgaben. Und manchmal kann man Menschen kleine Gefallen tun, manchmal einen Moment ein Ohr geben, manchmal ein kurzes Lächeln, manchmal jemandem etwas aufheben, manchmal, wenn man auf der Straße jemanden sieht, der offensichtlich nach dem Weg sucht und ich weiß, einen Moment innehalten und sagen, kann ich Ihnen helfen? Manchmal, selbst wenn man im Naturkost-Supermarkt ist und jemand ist offensichtlich verloren und selbst wenn du nicht die Verkäuferin bist, kannst du fragen, brauchen Sie etwas? Meisterschaft des Yogis geht aufs Kleine. Im Kleinen zeigt sich das. Aber vor lauter Klein-Klein, verliere auch nicht das Große. Sogar in einer Yogastunde gilt das natürlich. Zum einen musst du den Fluss der Yogastunde beachten und dafür sorgen, dass insgesamt das Prana der Yogastunde gut läuft. Aber zwischendurch braucht ein Einzelner auch deine Aufmerksamkeit. Kleine Korrektur, einen kleinen Tipp, eine kleine alternative Übung. Die Meisterschaft eines Yogis ist im Kleinen wie auch im Großen, was auch heißen soll, kleine Aufgaben sind auch wichtig. Komme dir nicht für zu wichtig vor für eine kleine Aufgabe. Aber weise auch nicht die großen Aufgaben von dir. Wenn du zum Beispiel ein Yogalehrer, Yogalehrerin bist und du wirst gebeten, für im Stadtteilfestival dort eine Ansprache zu halten, dann mache auch das. Und wenn du die Möglichkeit hast, im Fernsehen zu sprechen, mache auch das. Und wenn zu deiner Yogastunde nur ein Einzelner kommt,
gib die Yogastunde trotzdem. Im Kleinen wie auch im Großen. So ist die Meisterschaft eines Yogi, einer Yogini. Das waren einige Gedanken zum 40. Vers, 1. Kapitel, Yoga Sutra von Patanjali. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de.